Das Fahrzeug nennt sich Velomobil. Das ist ein Fahrrad im Prinzip, nur mit Verkleidung. Wir haben hier ganz normale Fahrradkomponente, Schaltung, mehrere Gänge. Ja, von der Bauform her sieht man, dass es sehr stromlinienförmig ist. Denn ein Velomobil kann jeder fahren. Es gibt Velomobile mit Pedelec-Antrieb, so wie die Fahrräder auch, ohne Zulassung. Das ist ja auch damit ausgestattet. Es gibt aber auch Velomobile mit einer 45-Kilometer-Zulassung, die brauchen dann ein Nummernschild. Also mit dem Velomobil, das ist im Prinzip mein Fortbewegungsmittel fürs ganze Jahr. Ich bin krankheitsbedingt nicht mehr in der Lage, Auto zu fahren. Und ich bin dann langsam über einen Treik, habe ich wieder angefangen, Fahrrad zu fahren. Und über meine Schwägerin bin ich dann auf das Velomobil gestoßen.